So. Menin aide thea pele yadeo Achilleos. Göttin? Na, jetzt sing schon, Göttin, wie wütend der Achill war. Ach, alles muss man selber machen. Willkommen zu Ilias, Kyrie ke Kyrie. Mein Name ist Homer. Ich habe vor 2800 Jahren, als ich das Epöschen geschrieben habe, so rund 20 Stunden zur Aufführung von den 24 Gesängen gebraucht. Aber ein bisschen schneller geht's natürlich immer, deshalb jetzt das Ganze in 10 Minuten, hoffe ich. Da es um den Trojanischen Krieg des Troja geht, kurz die Vorgeschichte. Alles fängt auf einer Hochzeit an, und zwar von dem Menschen Peleus und der Nymphe, also Göttin Thetis. Statt Brautstrauß wird jedoch ein Apfel geworfen, den fängt die Göttermutter Hera und sagt, ach, der Schönsten steht da drauf, na das bin ja wohl ich. Aber Athene und Aphrodite finden sich auch ganz geil. Und weil der Zeus nicht blöd ist, sagt er, das entscheidet der junge Paris, der Sohn des Königs von Troja hier. Und der wird dazu konsultiert und sagt, du wirst Herrscher der Welt, wenn du mich willst. Du wirst schlau wie Ravenclaw, wenn du mich willst. Du kriegst die schönste Frau der Welt, wenn du mich willst. Bingo! Ich meine, Aphrodite hat gewonnen. Und die so grrrr. Jahre später ist er mal bei Menelaos, dem König von Sparta, zu Gast, der mit Helena, der schönsten Frau der Welt, verheiratet ist. Und es hat Boom gemacht und er entführt sie. Und der Menelaos so, Hilfe, Sparta an alle, der hat meine Frau entführt, helft mir, sie zu befreien. Und so zieht ganz Griechenland mit 1000 Schiffen in den Krieg gegen Troja, das in der heutigen Türkei liegt. Und sie führen schon 9 Jahre lang Krieg. Mit dabei sind Achilleus. Seine Freunde nennen ihn Achill, das ist übrigens der Sohn von Peleus und Thetis, auf deren Hochzeit das mit dem Apfel passiert ist. Und der ist der Terminator, der absolute Superheld der Griechen. Er befehligt die Myrmidonen und einer davon ist Patroklos, sein Cousin und Freund. Vielleicht ist es auch Freundschaft plus, der ist auch ein Superkämpfer. Dann gibt es hier ihn, Agamemnon, der König von Mykene und Chef aller Griechen. Und der ist übrigens auch der Bruder des beklauten Menelaos. Zu den wichtigsten Griechen gehören noch Odysseus von Ithaka, Diomedes und der große Ajas. Es gibt noch einen kleineren Ajas. Und der greise Nestor, der ist eigentlich schon im Ruhestand, kann auch nicht mehr so gut kämpfen, gibt aber immer super Tipps und der ist halt tagsüber beschäftigt. Bei den Troern gibt's König Priamos, der ist auch schon ein bisschen älter, hat aber 50 Söhne. Vor allem ihn hier, Hektor, das ist der größte und wichtigste Kämpfer der Troer. Dann gibt es noch ihn hier zum Beispiel, Aeneas, der noch eine große Karriere vor sich hat. Kriege muss man irgendwie finanzieren. Deshalb nehmen die Griechen gerne Geiseln, zum Beispiel sie hier, die junge Chryseis, hallo, und lassen sie dann von ihren Verwandten mit Lösegeld auslösen. Deswegen kommt der Priester Chryses dann zu Agamemnon und sagt, hier, ich will meine Tochter wieder haben, hier ist das Lösegeld. Nee, die ist geil, die bleibt hier. Hilfe, Apollon! Weil er Apollon-Priester ist, macht Apollon Chuck. Nein, die Pest in meinem Lager. Hier, Chryses, du kannst deine Tochter doch wieder haben. Dankeschön. Und er so, boah, ich bin jetzt beleidigt und will aber auch irgend so eine scharfe Beutebraut haben. Und zwar die von Achill, die Briseis. Das ist Briseis. Und aus verständlichen Gründen sagt der Achill, nö, das ist meine. Ich bin der Chef, her damit. Und er tödlich beleidigt, überlässt sie ihm zwar, sagt dann aber, dann macht doch euren Scheiß alleine. Und er so, komm mit. Achill ist jetzt echt sauer und weint, Mama. Und die so, ich hab's gesehen, mein Schatz, ich geh gleich zum Chef und beschwer mich. Und sie so, Zeus, ja, du wirst jetzt die Troer so lange gewinnen lassen, bis der Agamemnon sich bei meinem Schatz hier entschuldigt. Ja, aber die Hera ist sowieso immer schon so sauer, wenn ich was für die Troer tue, wegen dem Paris damals. Ja, schon gut, ich mach's. Und jetzt geht's los, dass die Götter die Menschen wie die World of Warcraft-Figuren rumschieben und benutzen in diesem Krieg. Und der flüstert dem Agamemnon so ein, hier Agi, greif mal die Troer an, heute knackt ihr die. Und der so, ha, alles fertig machen zum Angriff. Ganz so schnell geht's natürlich nicht. Die streiten erstmal eine Weile, wie sie überhaupt über alles streiten, die Griechen. Dann sind aber alle bereit, natürlich ohne Achill. Und der Paris so, ich duelliere mich jetzt mit dem tapfersten von euch. Und der Menelaos so, dann war's das, du halbe Portion. Und der so, schluck. Wer gewinnt, kriegt Helena und der Krieg ist vorbei. Und der so, ja, von mir aus. Und Paris wirft die Lanze, tschack, daneben. Meno wirft auch die Lanze, trifft, verwundet ihn und hat ihn schon am Kinnriemen gepackt. Und will ihn alle machen. Aber da nimmt Aphrodite ihren Schatzi vom Spielfeld. Und der so, Frechheit. Und legt ihn der Helena ins Bett, das kann er eh besser. Das war ein unfairer Zug von Aphro, deswegen gibt es jetzt auch noch die richtige Schlacht. Und erstmal sind die Griechen stärker. Hellas! Die übrigens auch mal Achaia oder Danaer genannt werden, nicht zu verwechseln mit den Dardanern. Das sind die Verbündete der Troer. Und der Apollon und Ares, so Troja vor! Während Hera und Athene, Hellas, die Schutzgöttinnen der Griechen sind. Diomedes verwundet den Aeneas. Ah!
Der wird dann aber auch vom Spielfeld genommen. Schiebung, schon wieder Videobeweis. Und dann verwundet er sogar, völlig überraschend, den Kriegsgott Ares. Und der beschwert sich natürlich lautstark bei Papa. Zeus, Hilfe, dieser Mensch hat mich angekratzt. Memm nicht rum, du Weichei. Und der Hektor ruft so nach Hause. Mama, mehr Opfer für die Götter. Und Paris, du kommst sofort wieder in die Schlacht. Sorry, Hektor. Und auf Anweisung von oben sagt der Hektor, hier, wir probieren das nochmal mit dem Zweikampf. Ich lasse mich garantiert nicht auswechseln. Und die Griechen losen, wer gegen ihn antreten darf. Und es gewinnt der große Ajas. Der sagt, dich wisch ich weg, du Kleiner. Sie kämpfen mit Lanzen, mit Steinen. Der Ajas verwundet den Hektor leicht. Dann ist aber Abend und der Ajas so, ach so, ja, Feierabend, oder? Ja, genau, wir treffen uns morgen wieder. Ja, dann schön war's und sie tauschen noch Trikots, also Rüstung. Und beim Abendessen sagt der Agamemnon so, wir bauen uns jetzt mal eine Mauer um unsere Schiffe. Das machen sie, vergessen aber dummerweise vorher, den Göttern zu opfern. Und das nimmt der Zeus persönlich. Frechheit, hier, mein lieben Mitgötter. Morgen könnt ihr euch alle vom Olymp aus die Übertragung angucken. Ich bin der Einzige am Spielfeldrand. Und am nächsten Tag feuert er die Troer an. Hektor vor! Und er so, waah! Und die Griechen so, waah! Wir gehen lieber mal hinter unsere Mauer. Und die Hera so, Zeus, das ist aber doch jetzt unfair den Griechen gegenüber. Kann ich denen nicht mal wenigstens ein bisschen Mut machen? Runter von meinem Spielfeld. Morgen zündet der Hektor die Schiffe an. Und der Agamemnon hat jetzt echt Bammel und sagt, komm, wir hauen ab, wir fahren weg mit unseren Schiffen. Und der Nestor so, ich glaube, du spinnst. Ja, dann fragen wir aber doch wenigstens den Achill, ob er uns hilft, weil die machen uns alle. Er kriegt auch die Briseis wieder und viele Geschenke und ich leg noch einen Mediamarkt-Gutschein oben drauf. Odysseus, gehst du mal? Und der Odysseus muss immer die Scheißaufgaben machen und geht dann zu dem Achill und sagt, Achill, die Antwort lautet nein. Ach Mist. Odysseus und Diomedes schnappen sich in der Nacht einen Troer-Spion und ein paar andere Kämpfer des Gegners. Aber es hilft alles nichts. Am nächsten Morgen geht's heftig weiter. Und der Agamemnon so, Hellas! Und sie sind erstmal auf dem Vormarsch, aber dann werden sie einer nach dem anderen verwundet. Der Agamemnon, der Diomedes und auch der Odysseus und kehren verwundet ins Lager zurück. Und dann geht der Hektor vor. Eure Mauer ist für den Arsch! Bang! Mit einem Stein rammt er das Tor der Mauer ein. Und jetzt kämpfen sie um die Schiffe. Es geht den Griechen fast an den Kragen, deswegen ergreift Hera jetzt besondere Maßnahmen. Und sagt, lalala. Hera, wieso hast du dich so aufgehübscht? Ach, nur so, komm her. Und während sie den Zeus so richtig ablenkt, hilft Poseidon den Griechen und sagt, buh, ah, sodass Ajas den Hektor jetzt mit einem Stein verwunden kann. Aua! Und als er ohnmächtig ist, kommt der Zeus zurück und sagt, was ist hier los? Ich glaube, ihr spinnt. Sofort wird der Hektor wieder repariert und dann auf sie mit Gebrüll. Und er so, Feuer an die Schiffe. Ajas versucht immer, diejenigen, die mit Fackeln kommen, umzunieten. Es wird aber zunehmend schwer. Und der Patroklos bekommt das alles mit und sagt, ach, Achill, Chef, Mensch, ist doch schrecklich, die machen uns alle, lass uns doch helfen oder lass wenigstens mich mit deiner Rüstung kämpfen, das gibt unseren Leuten sicher voll den Boost, zusammen mit den anderen Myrmidonen. Ja, also von mir aus, aber ihr vertreibt die Troer nur von den Schiffen, dann kommst du wieder heim. Und er so, Hellas! Und wie in einem Rausch spült Patroklos mit den Myrmidonen die Troer zurück und hört natürlich nicht auf Achill und sagt, zur Stadt! Und keiner hat eine Chance gegen ihn, aber dann betäubt ihn der Gott Apollon, bang, und er so, und Hektor durchbohrt ihn. Tschack. Yes. Nein! Hektor klaut ihm die Rüstung, aber die Griechen können glücklicherweise den Leichnam bergen. Den Hektor mache ich alle und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja, Schatz, hier hast du eine neue Rüstung. Die hat der Hephaistos dir extra geschmiedet. Und sein Pferd sagt ihm noch, dich erwischt's auch bald, Chef. Und er so, mir doch egal. Und jetzt beginnt so eine Art Tarantino-Splatter-Gemetzel. Der Achilleus spießt alles auf, was ihm vor die Flinte läuft, inklusive dem Skamandros, dem Fluss vor Troja. Und der Zeus so, so meine lieben Mitgötter, jetzt dürfen alle wieder mitspielen, es ist Endkampf. Und die Götter greifen wieder kräftig ein, irgendwann steht der Achilleus vor Hektor. Und er so, schluck, und läuft weg, dreimal um die Stadt rum, von Achilleus verfolgt. Irgendwann wird er mit Götterhilfe überlistet, bleibt stehen und sagt, ach was soll's. Und sie kämpfen, sie bewerfen sich mit Speeren, was nichts bringt, dann rammt ihm der Achill die Lanze in den Hals. Er so, oh, yes. Er bindet ihn an seinen Wagen und schleift ihn zu den Schiffen ins griechische Lager, was natürlich den Toten total entehrt. Patroklos wird verbrannt. Mit ihm gleich noch ein Dutzend Troer, die der Achill gefangen hatte und irrewitzig viele Tiere als Opfer. Dann gibt's lustige Kampfspiele zur Feier der Bestattung. Aber Achilleus schleift den toten Hektor jeden Morgen neuerlich um das Grab seines Freundes Patroklos. Bis irgendwann, hallo, ich bin der Priamos, ich hätte gerne meinen Sohn. Kann ich den bitte zum Beerdigen haben? Zeus schickt mich, ja, von mir aus. Und so lässt er seinen toten Erzfeind gehen. Es war ja immerhin auch ein tapferer Krieger und der wird auch bestattet. Und damit endet die Ilias. Wenig später wird Achill dann von einem Pfeil in die Ferse getroffen, den Paris abgeschickt hatte, und stirbt. Und dann nehmen die Griechen Troja mit Hilfe der List des Odysseus ein mit dem Holzpferd.
Was soll man jetzt zu dieser Story sagen? Vielleicht ganz grundsätzlich, spannt anderen nicht die Frau aus. Und wenn doch, dann verärgert vorher nicht die Frau vom Göttervater, sonst endet ihr irgendwann als Bauernopfer. Und das, liebe Gemeinde, war die Ilias von Homer. Vielen Dank.